Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Pillars of Eternity. Nachdem die letzte Folge zum Großteil in der Vergangenheit spielte, wird es Zeit, dass wir in der Gegenwart weitermachen. Oder auch nicht, davon haben wir wieder zwei mit Erinnerungen. Und der hat irgendwie einen seltsamen Helm auf. Doran Chamberlain. Die Seele erkunden. Du siehst eine große Menschenmenge, die sich in einem Hof versammelt hat. Dieser Mann steht mitten unter ihnen. Er hat sich einen Umhang über den Kopf gezogen und hält ihn am Hals geschlossen. Die Menge hat sich um eine Plattform versammelt, wo alle von ihnen gebannt zusehen, wie ein Mann von zwei Mitgliedern der Stadtwache auf die Plattform geführt wird. Der Mann, an Händen und Füßen gefesselt, gibt sich wie ein Edelmann und würdigt die Menge keines Blickes. Der verhüllte Mann zieht sich den Umhang noch mehr ins Gesicht und wendet sich zum Gehen, wobei er sich vornüberbeugt, um nicht erkannt zu werden. Ein Ausrufer auf der Plattform entrollt ein Pergament und beginnt zu lesen, der Mann aber achtet nicht darauf, sondern sieht zu, dass er den Hof verlässt. Während des Vorlesens wird die Stimme des Ausrufers immer lauter und intensiver. Stimmen aus der Menge beginnen, seine Sätze zu unterstreichen. Die Verhöhnungen und Zwischenrufe mehren sich, auf die der verhüllte Mann zuckend und mit hängenden Schultern reagiert. Als der Ausrufer zum Ende seiner Ausführung kommt, löst er sich aus der Menge und erreicht den Rand des Hofes. Bis auf gelegentliche Rufe ist die Menge wieder leise geworden. Der Mann dreht sich wieder zur Plattform um und sieht, wie sein Vater mit entblößtem Hals vor dem Block kniet. Der Scharfrichter bezieht Stellung und hebt sein Beil zum Schlag nach oben. Der Mann kann nicht mehr zusehen und wendet sich schnell ab. Dann hört man ein nasses, dumpfes Geräusch, gefolgt vom Jubel und Applaus der Menge. Er lehnt sich gegen die Mauer, sammelt sich wieder und richtet sich auf. Mit offensichtlichem Entschluss geht er von der Menge und seinem Vermächtnis weg. Die Erinnerungen werden nicht besser hier. Rudolf IV. Necatore. Du siehst ein paar makellos polierter Lederstiefel und einen tadellos gepflegten Spitzbart. Ihr Besitzer ist ein Mann mit leicht gekrümmter Nase, schelmischem Grinsen und schmalen Augen. Er hebt seinen gefiederten Hut, als er an einem Kaufmann vorbeiläuft, ein kleines Stück Pergament fest in seiner Faust gehalten, die fahlen Finger von Tinte verfärbt. Scheinbar kennt er die meisten Kaufleute auf dem Marktplatz, denn er hält an, um sich mit einigen zu unterhalten, während er anderen zunickt und sogar mit manchen kleine Güter austauscht. Dabei lächelt er stets und tauscht lachend Sticheleien aus. Er nähert sich mit einem unnachgiebigen Grinsen einer stämmigen Aumauer und scherzt über das Wetter. Auch sie macht Witze, während sie ihm unbemerkt einige Goldmünzen zusteckt. Als er weiterläuft, ist das Papier aus seiner Hand verschwunden und das Lächeln auf seinem Gesicht weitaus natürlicher. Er tippt sich an den Hut und zieht mit neuem Schwung weiter. Das war jetzt eine Erinnerung, ja, die jetzt gar nicht so schlimm war, was auch immer er damit gemacht hat. Okay, wem gehört dieses Haus? Ich schaue mir kurz das hier an. Warum ist da Narren drin? Keine Ahnung. Wer bist du? Oh nein, nicht noch mehr Erinnerungen. Ich habe ja nichts dagegen, aber das Lesen ist echt, das geht ziemlich auf die Stimmbänder. Du siehst einen emsigen Marktplatz, die Straße gesäumt mit Ständen, deren Inhaber Passanten zurufen, sie mögen doch einmal ihre Waren begutachten. Diese Frau schlendert Hand in Hand mit einer anderen Frau durchs Gedränge. Sie stöbern durch die Waren der Verkäufer, verweilen bei einem Buchhändler mit einer Reihe alter und schöner Wälzer und unterhalten sich über das Gesehene. Die eine nimmt sich ein Buch und zeigt es der anderen, die es ihr abnimmt, einen Kommentar dazu abgibt und es wieder in sein Regal stellt. Dann schnappt sich die erste Frau das Buch schnell wieder und bezahlt den Händler, bevor er sich die andere Frau zurückholen kann. Immer noch Hand in Hand gehen sie schwer beladen mit Büchern vom Markt weg und stehen eng, behaglich und vertraut beieinander. Als sie eine recht menschenleere Straße hinabgehen, trifft diese Frau ein Objekt in die Brust, das von ihr abprallt und auf eine der Gebäude zurollt. Die Frauen bleiben stehen, um das Objekt anzuschauen, einen Apfel und dann diese Person, die ihn geworfen hat. Abgesehen von seinem wütenden Blick und den beiden anderen Äpfeln in seinen Händen, ist an ihm nichts außergewöhnlich. Bevor sich eine der Frauen bewegen kann, holt der Mann wieder aus und wirft ihnen einen weiteren Apfel entgegen, der die zweite Frau auf der Stirn trifft. Er schreit ihnen etwas Spöttisches und Hasserfülltes entgegen, irgendetwas über ein Vermächtnis und über Verantwortungslosigkeit. Die Frau wischt sich den Saft und die Apfelstücke aus ihrem Gesicht und starrt den Mann herausfordernd an.
Die erste Frau drückt ihre Hand und legt die andere um die Schulter ihrer Gefährtin. Die andere Frau zieht ein Buch aus ihrem Bündel, hält es vor sich hin und murmelt leise. Sie zieht ihre Hand weg, schwenkt sie über das Buch, worauf sich eine Aura um sie herum bildet. Die erste Frau versucht immer noch, sie zu beruhigen, aber alles, was sie sagt, vergeht ungehört. Der Mann, dem das Geschehen vor sich völlig gleichgültig ist, holt erneut aus und wirft den letzten Apfel. Reckt die zweite Frau ihre Hand nach oben und deutet auf den Apfel. Aus ihrer Hand schießt eine glühende Kugel, die den Apfel trifft und ihn explodieren lässt, worauf er ein kleines Stückchen auf der Straße und die benachbarten Gebäude abregnet. Die Wut im Gesicht des Mannes ist nun der Angst gewichen und er scheint unentschlossen, ob er sich für Flucht oder Angriff entscheiden soll. Die zweite Frau hat mit glühenden Händen wieder zu singen begonnen und sie kneift ihre Augen immer mehr zusammen. Diese Frau tritt vor sie hin und stellt sich zwischen ihre Liebe und ihren Angreifer. Sie berührt ihr Gesicht und streichelt es sanft, während sie beruhigende Worte flüstert. Ein Kuss. Ihre Augen werden weicher und auf ihre Lippen huscht das verlorene Lächeln zurück. Auch die erste Frau lächelt wieder und küsst die andere. Zauberpack, sagt der Mann hinter ihnen, worauf sich die beiden Frauen zu ihm umdrehen und ihn herausfordernd anstarren. Wieder Händchen haltend gehen sie weiter und an ihm vorbei, ohne ihn auch nur eines Seitenblicks zu würdigen. Alles klar, ist das die andere Frau, Adeline Prestune oder so? Du siehst, wie sich ein Schlüssel vorsichtig und langsam dreht und hörst ein geisterhaftes Klicken, als die Tür nach innen schwingt. Zwei Gestalten gleiten herein, schließen die Tür hinter sich ab. Dann legen sie mit ihrem Beutezug los. Ihre Jagd ist ergiebig und sie brauchen nicht lange, bis sie eine beachtliche Sammlung an Dokumenten und merkwürdig geformten Samtbeuteln beisammen haben. Flinke Hände füllen Taschen, Rucksäcke und Beutel. Im unteren Stockwerk öffnet sich die Tür und alles erstarrt. Schritte, ein müdes Kichern. Kurzatmig und mit aufgerissenen Augen leeren die Diebe ihre Taschen bis auf das Nötigste. Alles, was Lärm verursacht, wird eilig ausgetauscht. Unten herrscht Stille, dann folgen zögerliche Schritte auf der Treppe. Eine Stimme ruft. Ein Dieb schleicht vorwärts, der andere gestikuliert wild, um ihn wieder zurückzuholen. Er geht weiter vorwärts, geduckt am Geländer entlang. Er zieht einen bunten Schuh und schiebt ihn weg. Die Frau stürzt mit einem abgestorbenen Schrei und rollt leblos in das untere Stockwerk. Fluchend greift der zweite Dieb nach seinem Bruder und tritt die Flucht an, wobei sie auf ihrem Weg nach draußen alles von Wert aufsammeln, das sie können. Okay, der Beutezug ging wohl daneben. Hinter den Säcken huseln Ratten umher. Mhm. Diebstahl und Diebstahl, okay. Ich frage mich ja, ob das noch eine tiefere Bedeutung hat, dass wir die ganzen Erinnerungen jetzt von diesen Personen sehen, oder ob das einfach nur eine nette Zugabe im Moment hier ist. Das ist Ingrids Haus und das ist die Windmühle. Schmiede Schwarzer Hammer. Das heißt, ich schaue mich mal hier um. Oder waren? Nee, da waren wir noch nicht drin. Mal schauen, was es in der Kiste gibt. Alkohol, danke. Dieser Mann und diese Frau scheinen ein tiefgründiges Gespräch zu führen. Sie versuchen gerade zwei prall gefüllte Taschen zu schließen. Als sie sich umarmen wollen, bemerkt die Frau dann näher kommen und hält inne, wobei ihr Lächeln etwas ins Stocken gerät. Good day to you. Können wir dir helfen? Sie schaut ihren Gefährten an und legt die Stirn verwirrt in Falten. Kennst du diesen Mann Nonten? Moment, Nonten? Den Namen kennen wir. Nonten hustet. Ja, ich glaube, wir haben uns im Talholz getroffen. Ich habe ihn vor dem Bären gewarnt. Ach, der war das! Er neigt seinen Kopf. Ich bin froh, dass du es geschafft hast. Willst du sonst noch etwas? Ihr beide scheint es aber eilig zu haben. Oh, mir schwant gerade Übles. Für Leute, die gerade einen Freund verloren haben, seid ihr beide ja bester Laune. Ich sag das jetzt einfach mal. Ich, das zu sagen ist aber nicht so nett von dir. Ich traure auf die mir eigene Art um meinen Ehemann. Es tut mir nur leid, dass ich ihn nicht zum Verlassen von Goldtal bewegen konnte, bevor das hier passiert ist. Ich bin erleichtert, diesen schrecklichen Ort endlich zu verlassen, das ist alles. Er hat mich den Großteil meines Lebens und nun auch meinen Ehemann gekostet und ich bin froh, von ihm zu sein. Ihr Bein scheint es aber eilig zu haben. Ja, kann ich mir vorstellen, Ingrid lacht. Wir packen tatsächlich unsere Sachen für eine Reise. Ich wollte Trutzbucht besuchen und... Sie schaut Nonten an. Naja,
Ehrlich gesagt habe ich die Schnauze voll von diesem Dorf. Nonten greift nach ihrer Hand. Es ist an der Zeit für eine neue Umgebung, sagt er. Gibt es irgendwas, das du mir über Goldtal erzählen könntest? Ingrid lächelt schief. Nur, dass du so schnell wie du kannst weiterziehen solltest. Den Baum hast du ja wohl gesehen, oder? Der eigentliche Verfall reicht aber noch viel tiefer. Solltest du nach Arbeit gesucht haben, solltest du an jedem anderen Ort bessere Chancen haben. Wir selbst sind auch nach Trutzbucht unterwegs, fügt Nonten hinzu. Weggehen, auf Wiedersehen. Okay, meine Vermutung ist jetzt, dass ihr Ehemann von ihm mit Absicht den Bären zum Fraß vorgeworfen wurde, damit die beiden miteinander abhauen können. Was ist das? Ach, Silber, okay. Und ein Tisch mit einem Buch. Und was haben wir hier? Diese Flasche Sonrid Likör ist halb leer. Oder halb voll, je nachdem. Ich bin gespannt, ob das jetzt noch weitergeführt wird mit diesem... Wie hieß er? Pearly hieß der Typ, der vom Bären gefressen wurde. Um den wir uns übrigens auch noch kümmern werden. Du bist auch nur ein Dörfler. Sonst scheint es hier, glaube ich, kein Gebäude zu geben, das wir betreten können. Hier ist die Schmiede. Wer bist du? Auch ein Dörfler, okay. Nee, da ist nichts Interessantes. Das heißt, wir betreten mal die Schmiede und schauen uns etwas um. Vielleicht gibt es gar feine Waren für uns, die unser Abenteuer erleichtern. Handgranaten zum Beispiel. Okay, da können wir Sachen klauen, wenn wir wollen, aber das machen wir natürlich nicht, wenn jemand hier ist. Gemeiner. Hast du diese Glocke gehört? Hast du diese Glocken gehört? Das sind doch schlechte Neuigkeiten, für gewöhnlich jedenfalls. Ein Wächter? Sprich mit Meister Tautanu, wenn du etwas möchtest. Schon gut. Ein Lehrling? Entschuldigung, aber ich muss damit weitermachen, sonst wird Tautanu als nächstes meine Haut auf die Bank spannen. Okay. Die Blasebalge seufzen in den Schmelzofen, worauf die Kohlen noch heller brennen. Und noch mehr Erinnerungen von Duegan Stahlrufer. Du siehst, wie eine Gruppe Abenteurer von Xaurips umzingelt und angegriffen wird. Dieser Mann ist bei ihnen, zeigt angesichts des Kampfes aber scheinbar Unbekümmertheit. Wie er so inmitten seiner Kameraden steht und mit fast glücklicher Miene singt, scheint er gar vom Geschehen losgelöst zu sein. Seine Stimme ist mächtig und tief und donnert wie ein perfekter Gegensatz zum Chaos der Schlacht über die Kämpfer hinweg. Das Schlachtfeld ändert sich mit jedem seiner Sätze. Seine Verbündeten leuchten in blauem, pulsierendem Licht auf, das die Xaurib um sie herum einfriert. Aus dem Boden erhebt sich ein flammender Scheiterhaufen, der die Kreaturen zerschneidet und verbrennt und sie in alle Winde zerstreut. Einer der gefallenen Xaurips explodiert plötzlich, als drei riesige Maden aus seinem Körper krabbeln und die verbliebenen Feinde attackieren. Völlig gefesselt von der Freude des Augenblicks sinkt der Mann weiter, bis schließlich nur noch eine der Kreaturen steht. Als sich der Mann ihr immer noch singend nähert, bleiben seine Verbündeten zurück. Er greift sich seinen Hammer und zieht ihn gegen den Xaurip durch. Sein Satz endet genau dann, als der Hammer den Schädel einschlägt und damit den Zauber unterbricht und sein Lied beendet. Ist das ein Badenkriegerzwerg oder so? Wahrscheinlich. Und Harlen Orynson? Du siehst einen Mann, der heimlich und alleine hinter einer Reihe ungeschnittener Büsche kauert. Seine Augen sind auf eine ebenso wunderschöne wie schreckliche Delemgarn gerichtet, die mit halboffenen Augen ein Lied summt. Auf ihrer Schulter sitzt ein sanft trällender Vogel mit fantastischem blau-orangefarbenem Gefieder, was den Mann völlig entzückt. Die Beschaulichkeit der Situation wird durch das erschrockene Krächzen des Vogels zerstört, als der Mann zitternd und zögerlich aufsteht. Die Delemgarn lächelt ansatzweise und winkt ihn mit zwei zweigartigen Fingern zu sich. Während er sich ihr nähert, sagt sie kein Wort, aus seinem Mund aber kommen Geräusche der Ehrfurcht und Bewunderung. Neckisch und verführerisch wartet sie auf ihn und mit quälender Langsamkeit steht er endlich vor ihr. Dann ändert sich etwas. Sie sieht etwas schlaff von seiner Seite hängend und beginnt zu zischen.
Ihre Finger sind plötzlich zu Klauen geworden und ihre Augen schwarz vor Hass. Zu seiner Axt oder seinem Zauberbuch zu greifen, dafür bleibt ihm keine Zeit. Und kaum hat sie zugeschlagen, ist sie auch schon verschwunden. Der einzige Beweis ihrer Existenz, das zitternde Wrack am Boden. Er schnappt sich sein Zauberbuch trotzdem und beginnt zu singen. Die Worte aber, Worte einer magischen Sprache seiner eigenen Vorstellung, die er in wahnsinniger Kurzschrift hingekritzelt hat, klingen hohl und die Stille setzt sich unvermeidlich fort. Er dreht sich um und zuckt vor jemanden oder etwas mit den Achseln, aber wenn dort etwas ist, so kannst du es nicht sehen. Okay. Was zum Teufel? Und das ist Tuatano, okay Tuatano? Dieser Aumaua ist beeindruckend gebaut und ragt turmhoch über den Tresen. Seine Hautfarbe ist so dunkelblau wie die Tiefsee und seine kräftigen Arme sind voller definierter Muskeln. Sein kantiges Gesicht, das gleichermaßen mit Ruß und ausschweifenden Tätowierungen bedeckt ist, wird von kleinen Ohren eingerahmt. Er lächelt dir breit zu, als du dich näherst. Willkommen! Du bist das erste neue Gesicht, das ich seit geraumer Zeit gesehen habe. Was kann ich für dich tun? Was hast du denn hier? Ich fürchte, du kommst in einer seltsamen Zeit zu uns. Das Angebot ist nicht mehr das, was es einmal war. Schreibfehler, tut mir leid. Trotzdem haben wir noch gute Waffen und Rüstungen zu verkaufen. All das haben wir hier im Schwarzen Hammer geschmiedet. Was ist passiert? Wir haben einfach nicht genügend Vorräte dafür. Oh Mann, ich werd heiser. Auf die nächste Lieferung warten wir jetzt schon eine Woche und es gibt keinerlei Anzeichen auf ihren Verbleib. Ich muss vermuten, dass sie von Banditen überfallen wurden. Die Straße nach Osten ist voll mit ihnen. Vielleicht sind meine Arbeiter mit dem Wagen auch selbst über alle Berge gegangen, um die Waren zu Geld zu machen. Tuatano schnaubt verächtlich. Als ob sich dieser Haufen das trauen würde. Er hat recht wegen der Banditen. Die entsetzliche Situation in Dörfern wie diesem und der Exodus in die Städte haben skrupellose Zeitgenossen viel zu viele Möglichkeiten eröffnet. Tuatano denkt nach und kratzt sich am Kiefer. Wenn du zufällig auch in diese Richtung unterwegs bist, könntest du dann vielleicht auf einen Güterwagen aufpassen? Oder zumindest auf meine Lieferung? Ich erwarte, dass sie die Abkürzung durch die Schwarze Auen nehmen. Und dafür gibt's nur eine gute Straße. Nach Lager der Dinge gehen... Nach Lager der Dinge? Wahrscheinlich nach Lager der Dinge gehen die meisten unserer Waffen an euer Gnaden, Fürst Redrick. Tuatano blickt zu der Wache, die ihm am nächsten steht. Und so soll das auch sein. Für Außenstehende bleibt aber nicht viel Auswahl übrig. Wir haben einfach nicht genügend Eisen. Oh Mann, ich krieg echt gerade einen Frosch im Hals, Leute. Sorry. Aber egal, für euch opfer ich mich. Ich werde sie heil und gesund wieder zurückbringen. Die Vorräte oder die Lieferanten? Von wo aus ist der Wagen aufgebrochen? Wir haben den Wagen mit Waffen nach Neu-Heomar geschickt. Danach macht er einen Bogen durch Stammheim und andere Orte, um Vorräte einzukaufen. Der kürzeste Rückweg führt durch die Schwarzauen und dann durch die Wildnis im Norden. Tuatano schüttelt den Kopf. Hier ist ein Händler durchgekommen, der sagte, sie hätten es bis nach Stammheim geschafft, aber seitdem habe ich nichts mehr gehört. Also ich glaube, dass es eher wahrscheinlich ist, dass wir die Vorräte finden, als dass wir noch Überlebende finden. Tuatano nickt. Dann hast du meinen Dank. Wenn du diese Vorräte zurückbringst, dann werde ich dir viel mehr anzubieten haben. Für den Anfang bekommst du gleich einen Rabatt. Oh, und falls du meine Arbeiter finden solltest, so sag ihnen bitte, dass sie sich beeilen sollten, sonst könnten sie gleich auf dem Feld arbeiten. Okay, noch eine Quest bekommen? Ich schaue mir trotzdem mal seine Waren an. Natürlich, Besseres wirst du nirgendwo finden. Jenners Land? Nein, das wollte ich jetzt gar nicht. 6000, wie viel haben wir? Ja, das geht sich natürlich toll aus. Das heißt, eigentlich würde ich jetzt eher verkaufen als kaufen. Verkaufen. Die Bücher verkaufe ich auch oder sollte ich die vorher lesen? Nee, wie gesagt, ich werde ja keine Bücher vorlesen. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Aber wenn ich noch mehr vorlesen muss, bekomme ich einen Kollaps. Ja,
Ich schaue noch ganz kurz, ob wir was in unserem Lager haben. Einiges, okay. Verkaufen, verkaufen. Ja, das kann ich alles wegtun. Die Helme sind auch nicht wirklich viel wert. Fackeln. Die lasse ich mal. Und das lasse ich auch. Okay, und handeln. Ah. Raus mit euch. Nun gut, wir haben jetzt das angesehen. Wir waren da drin. Die Mühle können wir uns noch anschauen. War es eine Mühle? Windmühle. Nanu? Trumpel! Wir wissen, dass da drin noch mehr Getreide ist. Wir werden uns nicht mit ein paar Krümeln zufrieden geben, wenn du dich an unseren Feldfrüchten fett frisst. Aus der Mühle dringt gedämpftes Geschrei. Der erste von euch Softköpfen, der durch die Tür kommt, kriegt eins direkt zwischen die Augen. Svena, die Götter seien mein Zeuge, ich werde dich wie einen Hund zur Strecke bringen. Lass uns erstmal abziehen, Leute. Aber wir kommen zurück, hörst du, Trumbel? Und wenn wir zurückkommen, dann wirst du uns einen fairen Preis bieten, sonst werden wir mit dir abrechnen, so wahr uns die Flamme helfe. Neue Aufgabe, um des Kornes Breite. Okay, es scheint hier Probleme mit dem städtischen Müller oder so zu geben. Können wir jetzt rein oder bekommen wir dann das zwischen die Augen, was er dem anderen eigentlich antun wollte? Mal ausprobieren. Vor dir steht ein Elf, dessen ziemlich stämmiger Körper auf ein arbeitsreiches Leben schließen lässt. Sein Gesicht ist bleich und erschöpft, seine Augen weit aufgerissen. Hinter ihm tauschen ein Mann und eine Frau, beide etwas jünger, besorgte Blicke aus. Als du eintrittst, hebt der Müller eine Keule hoch, die in seinem schwachen Griff stark herumschaukelt. Raus mit dir, wenn dir dein Leben lieb ist. Moment, ich bin nicht hier, um jemanden zu verletzen. Der Müller zögert und senkt dann die Keule. Moment mal, ich kenn dich. Du bist doch gerade erst im Dorf angekommen, oder? Sag bloß nicht, dass Svena schon seine Krallen in dich versenkt hat. Bei den Göttern, das hat mir gerade noch gefehlt. Ich heiße Zacko und ich bin gerade erst in Goldtal eingetroffen. Oder? Ich dachte, du könntest etwas Hilfe gebrauchen. Die Leute da draußen scheinen ziemlich wütend zu sein. Wer ist Svener? Der Zwerg, der da draußen steht und unter den Dörflern Lügen verbreitet. Dieser Bastard ist schon seit Jahrzehnten hier und er ist im Laufe der Zeit nicht gütiger geworden. Der Müller zögert und senkt die Keule ein wenig. Wer bist du? Spannt Svener jetzt auch noch Ausländer in seinen kleinen Kreuzzug ein? Trumbel schüttelt den Kopf. Du hast dir für deinen Besuch wahrlich eine schlechte Zeit ausgesucht. Goldtal hat man seinen ganzen Glanz abgekratzt. Jetzt ist es nur noch ein großer Scheißhaufen, für dessen König sich Svener hält. Sie sind samt und sonders verrückt. Um was ging es bei diesem Krawall da draußen? Wo soll ich anfangen? Svener hat sie fast zum Überschnappen gebracht, mit seinem Gerede über die Getreidevorräte. Er behauptet, ich hätte den Großteil versteckt. Mehr als das Getreide zu verkaufen, mache ich doch gar nicht. Ich kann es nicht aus der Luft zaubern und es umsonst unter die Leute bringen kann ich auch nicht. Ich bezahle die Bauern für die Ernte, die sie mir bringen, und ich verkaufe das, was meine Mühle produziert. Das meiste Getreide wird zu Ale für die Schenke zum schwarzen Hund im Westteil des Dorfes. Und daran haben Svein und seine Leute gar nichts auszusetzen. Hast du auf deinem Weg zum Dorf mal einen Blick auf die Felder geworfen? Die Ernte ist verdorben. Und damit vielleicht auch das meiste von dem, was mir die Bauern bringen? Trumbel gestikuliert auf die Säcke und Behälter. Es ist schlecht geworden, total durchgefault. Ich kann doch keine Spitzenpreise für verdorbenen Weizen zahlen und ich habe kaum noch genügend Getreide übrig, um über die Runden zu kommen. Svener heult Dinge nach, auf die er kein Recht hat. Scheint mir eine ziemlich geradlinige Geschichte für eine chaotische Situation zu sein. Vielleicht sollte ich mich dann mal mit Svener unterhalten. Ich kann das ja mal probieren.
Der Müller sackt fast vor Erleichterung zusammen. Ich wäre so dankbar, wenn du das tun würdest. Mir hört ihr ja nicht mehr zu, aber vielleicht hast du mehr Glück. Sag ihr, dass wir alle deswegen schwere Zeiten durchmachen, dass wir alle Opfer bringen müssen. Ihr? Okay, warum ihr? Wenn du ihn überzeugen... Jetzt ist es wieder ein Er, okay. Wenn du ihn überzeugen kannst, werden wir dafür in deiner Schuld stehen. Ah. Warum muss ich immer alle Streitereien schlichten? Searu? Mein Vater ist ein guter Mann, er hat sich der Stadt gegenüber immer gerecht verhalten. Ruf Dean, Vater kann bestimmt besser erklären, was gerade hier passiert ist. Von diesem breiigen und grün gefleckten Getreide geht ein widerlicher Geruch aus. Nein, das ist Diebstahl, Uhr! Mann, jetzt habe ich mich gerade erschrocken, weil ich wollte jetzt nicht klauen. Aber offensichtlich hat es keiner bemerkt. Okay Leute, wir haben jetzt einige Quests dazu bekommen. So viel Verantwortung auf unseren Schultern und das nach so kurzer Zeit in Goldtal. Wie es weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen, macht's gut!